ثقيله. Du hast meine Kiste voll wundersch... Was ist hier los? Welchen frischen Aufguss hättest du denn heute für mich, Kong? Es gibt nichts, bis Luca mir meine Kiste zurückbringt. Aber wenn du hier bist, um Tee zu kaufen, hätte ich einige Empfehlungen. Kong, ich bin es, Basim. Ja, Nische Shoya? Wer? Na, Basim. Ich bin doch kein Narr. Alle geben sich für jemanden aus, den ich angeblich kenne. Beantworte mir dies. Welchen Tee mag mein Basim? Ingwer mit etwas Kurkuma. Falsch. Basim mag gar keinen Tee. Basim, kleiner Fink, wie du dich rausgeputzt hast. Komm, komm, gehen wir zu meinem Stand, fernab von diesem schrecklichen Mann. So, kleiner Fink, wo hast du dich herumgetrieben, hm? So viele Jahre. Hier und da. Ich musste Bagdad eine Weile verlassen. Ach, die Jugend. Und du, Kong? Was hast du all die Jahre gemacht? Was ich am besten kann, Geld verdienen. Obwohl das in letzter Zeit immer schwieriger wird. Die Wachen sind rastlos und dieser Händler aus Al-Yunam hat sich angewöhnt, mich bei jeder Gelegenheit zu melden. Ich spüre es in meinen trockenen alten Knochen. Er wartet nur darauf, dass ich verhungere oder besser noch pleite gehe. Ja, aber nun bist du da, kleiner Fink. Weißt du noch, was für ein fantastisches Paar wir waren? Würdest du einem Freund helfen, um der alten Zeiten willen? Ah, genau wie damals. Gut, aber danach müssen wir reden. Diesmal brauche ich auch etwas von dir. Sicher. Nachdem du meine beschlagnahmte Kiste voll erlesenster Blätter geholt hast, sie muss dort bei den Wachen sein. Zieh los. Na schön. Aber danach muss ich dich um etwas bitten. Ja, ja, natürlich. Bevor ich mir das hole, brauche ich die Kiste. Masti! Geh, sofort! Ach komm, sag mir jetzt nicht, dass ich da nicht durchschmeißen kann. Ist das jetzt wirklich kaputt? Ist er jetzt wirklich dran?
Leihe mir deine Augen. Für dich gibt's hier nicht. Ich treffe mir einen Tisch Faschen kutschen. Geh, sofort! Du hast hier nichts zu suchen. Gibt es hier ein Problem? So dumm ist keiner, uns anzugreifen. Kommen da jetzt rein, oder? Ja, dann geht doch mal wieder auf eure Plätze, Leute. Ich finde es gut, dass sie so dumm sind. Das wird dann wohl Kongs Teekiste sein. Sieht aus, als wäre sie unbeschädigt. Kong wird zufrieden sein. Wunderbar.
Wie gesagt, ich hab das Gefühl, meine dass Blätter, gepriesen seist du, kleiner Fink. Wo soll ich hin damit? Komm, komm, stell sie hier hin. Würde mich auch nicht wundern. Das ist immer ein von Ubisoft. Wieder einmal enttäuscht Basim nicht. Vielen Dank, kleiner Fink. Wo sind die her? Elhind? Nein, aus dem fernen Asin. Aus Dali, meinem Heimatort, kommen die besten Blätter. Ich hole sie auch aus Elhind und sogar aus Iran. Du steigst ja richtig empor, Kong. Erst in El-Kach, dann in der Welt. Ich verkaufe meine Waren jetzt bei der großen Auktion. Hast du davon gehört? Die Dairatul Mal. Ja, ich versuche, dort hineinzukommen. Warum? Was für Geschäfte treibst du denn, kleiner Fink? Warum beteiligst du mich nicht? Wir haben doch so gut zusammengearbeitet. Die Art Geschäfte, die einem großen Ärger einbringen können. Meinst du, du könntest mir helfen, Zugang zu bekommen? So kenne ich meinen Basim. Immer voller Geheimnisse. Aber sei nicht töricht, ja? El-Kach ist viel gefährlicher als damals. Und die Auktion ist sehr exklusiv. Man kommt nicht so leicht rein. Ich kann dir helfen, kleiner Fink. Doch erst habe ich eine Bitte. Da, siehst du? Versperrt. Die Wachen halten alles auf, das über die Straße oder den Fluss kommt. Anscheinend erhalten sie Befehle von jemandem ganz oben. Neuerdings lassen sie sich nicht einmal mehr bestechen. Sie müssen irgendetwas suchen. Einen Gegenstand, oder? Irgendein Unfug. Ich weiß nicht was. Aber sie machen mein Geschäft kaputt. Das weiß ich. Momentan verkaufe ich nur Aufgüsse. Soweit ich weiß, bewahren sie die Sachen irgendwo im Osten, im bewachten Lager des Hafenmeisters auf. Lass mich raten. Du willst, dass ich deine Waren da raushole, damit du mir Zugang zur Auktion verschaffst. Das Lager ist mit Bannern geschmückt und einige Kräne gibt es auch. Meine Waren im Austausch gegen Zugang zur Auktion. Sind wir im Geschäft? Wir sind im Geschäft. Wir haben einen Deal. Kongs Freund! Ich habe hier etwas, das dich interessieren könnte. Komm näher. Was kann ich für dich tun? Mir geht es darum, was ich für dich tun kann. Hat Kong dich gebeten, in ein Lager zu gehen? Sag mir einfach, was du sagen willst. Dieser Kong, umtriebig wie immer. Nun, heute ist sein Glückstag, denn zufällig weiß ich, wo es ist.
Ich brauche nur eine kleine Gegenleistung. Sag mir, was du weißt. Folge der Straße und nimm die Brücke auf der rechten Seite. Am anderen Ufer siehst du das Lager zu deiner Linken. Das sollte ich finden. Danke. Für dich gibt's hier nichts. Schon viel zu oft den Hintern gerettet. So habe ich im Jahr 23 Frau Ramdins Leiter gesehen. Zeige mir alles. Zaun ist immer eine Lücke. Geh, sofort! Das Lager, von dem Kong sprach. Ich muss mehr über diesen Hafenmeister herausfinden. Dairatul Mal. Töpfereien, fremdländische und seltene Waren. Alles wird zur Schau gestellt. Yeah!
Al-Yunan, El-Hind, alles, was nicht aus Bagdad kommt. Wenn ich meinen Kopf behalten will, muss ich die wohl alle prüfen. Immer schön wachsam bleiben. Vom Hafenmeister an alle. Es soll im Hafen eine Blockade errichtet werden. Schlagnahmt jedwede fremdländische Artefakte und haltet die Augen nach einer Haarnadel aus Asin offen. Keine Fehler. Ich weiß, wo ihr alle lebt. Ich kenne eure Familien. Tut, wie euch befohlen. Stellt keine Fragen. Anweisungen, jedwede ausländischen Waren nach einem Artefakt zu durchsuchen. Genauer gesagt, einer alten chinesischen Haarnadel. All das beginnt am Hafen. Hast du gehört, dass Jawid Ärger hat? Vielleicht werde ich der nächste Hafenmeister. Lieber du als ich. Was meinst du, wessen Kopf als nächstes rollt? Sie vertrieben haben. Moment! Verflucht! Wenn jemand unbedingt sterben will, so kann er doch nirgendwo hin.
Perfekt. Meine Güte! Diese Teeblätter aus dem Osten sind mehr wert, als ich in einer Nacht verdiene. Ja! Diese Waren dürfen nicht freigegeben werden, bis sie gründlich geprüft wurden. Seide von Santos geschmeidigen Seidenstoffen. Statue eines dreiköpfigen Hundes von Kinakos Porzellanwaren. Oolong mit weißem Pfirsich aus Kongs Teeparade. Diese Waren können freigegeben werden, wenn der jeweilige Wache diese Zettel gezeigt wird. Eine Liste beschlagnahmter Waren. Die meisten stammen von außerhalb Bagdads. Da sind Kongs Sachen. Vasen und seine kostbaren Teeblätter. Das sollte genau das sein, was Kong braucht. Ich brauche nur einen Hinweis. Was haben wir denn hier? Lösduftender Brief. Kululu. Ich verabscheue Fehler. Ich hatte nur eine Bitte und irgendwie hast du es geschafft, mir zu verweigern, was ich suche. Du weißt, wie sehr ich die Haarnadel wollte. Machte ich das nicht klar? Als wir zuletzt sprachen, womöglich brauchen wir ein weiteres Treffen, damit du es verstehst. Vorerst scheint es, als müsste ich die Sache bei der Auktion selbst in die Hand nehmen. Ein geharnischter Brief an den Hafenmeister. Ihm ist eine Haarnadel durch die Finger gerutscht und jemand ist gar nicht erfreut darüber. Der Brief trägt einen Duft und ein bekanntes Zeichen. Kululu. Sieht aus, als gehörte der Hafenmeister zum Orden. Der Hafenmeister hat diese Sperre für ausländische Waren eingerichtet. Wie viel Kodex ist eigentlich? Wie viele Geschichten? Das gibt's eigentlich noch. 1, 2, 3, 4. Hi, Dori. Insbesondere für alte Artefakte aus dem Osten. Hier gibt es nichts weiter. Der Hafenmeister wartet.